Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Unser allerliebster Lieblingsstreamer hat gestern mal wieder gestreamt und ein Video mit dem Alarm zeigt euch wieder, dass es ein gutes Video werden wird. Denn der Drachenlord hat in seinem gestrigen Stream ein wenig Gegenwind abbekommen und sich mit einem Hater gefetzt. Wir schauen da auch mal direkt rein beim Stream der Eule gegen Mobbing und ich schneide das natürlich wieder so, dass wir nur die Punkte anschauen, die wir auch besprechen wollen. Okay, los geht's. Hi. Hi. Jawohl. Hast du Lust nochmal zu matchen? Wenn ihr Lust habt, gerne. Ach, klar. Ja, die beiden Gäste kennen wir ja schon aus dem letzten Stream. Und wer hätte das geahnt? Es geht um Matches. Das ist halt im Moment der einzige Content, den Rainer bringt. Es gibt nichts anderes mehr. Die ganzen Kanäle liegen brach, das haben wir auch gestern im Video schon besprochen. Und warum? Weil Matches halt im Moment das meiste Geld einbringen. In seinem Chat liest man dann auch immer wieder, dass irgendwelche seiner zahlenden Drachis, die er ja auch noch hat und ihm sein Leben ja noch finanzieren, dann irgendwie sowas schreiben wie, ach nein, bitte wieder keine Matches oder ja, das ist zu langweilig. Aber das interessiert den Herren Influencer halt nicht. Fanmanagement, wie man es kennt. Ich überspringe hier jetzt auch mal einen großen Teil, denn neben dieser üblichen Schallplatte wird hier nicht ganz viel gesagt, bis dann Rainer, der scheinbar Gefallen an deren Bestrafungsregel gefunden hat, die mussten nämlich immer bei gewissen Geschenken irgendwie einen Löffel Knoblauchpulver essen, also auch auf die Idee gekommen ist, doch noch irgendwas mit irgendwelchen Bestrafungen vielleicht zu machen und ob er denn aktiver auch um diese Spenden betteln soll in Zukunft, so wie andere das machen. Dafür hat er dann eine Umfrage gestartet, ob er das machen soll und was er dazu sagt, hören wir uns jetzt mal an. So, und dann die Abstimmung. Die Abstimmung soll besagen, ob ich in den Matches mehr aktiv sein soll. Also soll ich mehr sagen, ey, wir brauchen Rosen, wir brauchen dies, wir brauchen das. Ich mache das immer nicht, weil ich das immer nicht so cool finde. Aber eigentlich muss man das ja fast machen, dass man das hier auch aufmerksam sein drauf, was man braucht gerade. Rainer, du musst alle Richtigen motivieren, die dir Geschenke zu geben. Sonst gewinnt man nicht. Ja, ich weiß, dass man das muss, aber ich bin da sehr vorsichtig. Weil ich will da nicht immer so wirken, als würde ich extrem, ja auf jeden Fall, viele wissen das gar nicht. Ja, ich habe jetzt die Abstimmung gemacht, ihr könnt ja mal abstimmen, weil wenn ich, ich müsste eigentlich viel aktiver sein, das weiß ich schon, aber ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend, weil ich mir dann immer Gedanken darüber mache, ich möchte euch ja nicht immer so, ich möchte nicht so rüberkommen, als wäre ich so voll geldgeil und alles, ich weiß, ich kommen für viele trotzdem so rüber. Aber mir ist in dem Fall mein Auftreten selbst sehr wichtig. Und ganz ehrlich, bei dieser Aussage bin ich schon fast vom Stuhl gefallen. Ihm ist sein Auftreten sehr wichtig. Der Mann, der seine schlimmsten Schmuddelfilmchen ins Internet stellt, der Leute bespuckt, mit Äxten bewirft, Polizisten beleidigt vor laufender Kamera, mehrfach vorbestraft ist wegen Körperverletzung, die Internetlachnummer in ganz Deutschland ist, durch sein Verhalten und was er seit 10 Jahren sich erarbeitet hat. Dieser Herr macht sich Gedanken über sein Auftreten, wenn er zu aktiv nach Spenden bettelt. Rainer, mal ein guter Tipp von mir. Wenn dir dein Auftreten wichtig ist und wie andere dich wahrnehmen, dann lösch noch heute deine Social-Media-Kanäle und mach dich nicht zur Lolkau im Internet. Ich meine, jeder sagt dir, du bettelst nach Spenden. Kommst nur online, wenn du halt Geld brauchst und machst nur Matches wegen den Spenden. Jeder weiß, wie der Hase bei dir in den Streams läuft. Ob du dann aktiv oder passiv nach Spenden fragst, ändert halt nichts an deiner Darstellung und wie die Leute dich wahrnehmen. Vor allem nicht mehr nach 10 Jahren katastrophalem Verhalten von dir im Internet. Aber auch irgendwie witzig, dass er sich um seine Außendarstellung Sorgen macht, wenn er zu viel nach Spenden fragt, nachdem er halt irgendwelche Schmuddelfilmchen mit zum Beispiel solchen Titeln hier hochgeladen hat. Ja, wir belassen es mal dabei. Danach kam dann ein Herr als Gast rein, der mich ein wenig an Harald Glöckler erinnert hat am Anfang, der Rainer aber gut Kontra gegeben hat und auch kritisch mal was hinterfragt hat. Da hören wir jetzt auch mal rein. Ach so, bist du, schläfst du auf im Wald? Manchmal. Echt? Ja. Ist es eine Art Fetisch oder machst du das einfach so als Hobby? Aus Zwang eigentlich. Warum aus Zwang? Ja, wenn ich jetzt nicht gerade sonderlich viel Geld auf TikTok oder so verdiene, ich verdiene damit hauptberuflich mittlerweile mein Geld und habe da momentan, weil YouTube gesperrt ist, ein bisschen Probleme mit der Geldeinnahme, muss ich schauen, wie ich das irgendwie anstelle, dass ich irgendwie genug Geld reinkriege. Und wenn ich das mal nicht habe, dann muss ich im Wald pennen. Was jetzt im Sommer wieder angenehmer ist als im Winter. Und wo hast du keine Wohnung?
Nee, also bei mir ist es so, ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich jetzt meine Geschichte soweit nicht. Ich bin einer der meistgehatetsten YouTuber im Internet. Mache jetzt seit 12 Jahren Also ich bin YouTube. ehrlich zu dir, nicht böse gemeint, aber es gibt auch Sozialhilfe, ne? Sozialwohnungen. Mache ich teilweise auch, wenn ich gar keine andere Wahl habe, aber kriege ich teilweise gar nichts, weil ich eben so viel gehatet werde. Ich kriege auch keine Wohnung mehr, weil alle Vermieter Angst vor diesen ganzen Hatern haben. Wir reden hier auch nicht von irgendwie zwei, drei Leuten, sondern wirklich von 40, 80.000 Menschen. Und sobald die wissen, wo ich bin, dann rufen die so lange Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei in diese Und Hotels. warum glaube ich dir nicht? Ja, korrekte Frage vom Gast, weil das natürlich nicht stimmt, was er sagt. Er würde Wohnung bekommen, er will aber keine Wohnung. Er würde zum Beispiel auch Arbeit bekommen, will er aber auch nicht. Ich meine, klar, es kommt ab und an vor, dass Leute Hotels zum Beispiel belästigen, wo er drin ist. Und ich will hier auch nochmal ausdrücklich sagen, dass ich sowas auf jeden Fall absolut blöd finde und mich davon distanziere und das auch niemand machen sollte, meiner Meinung nach. Aber überlegt mal, wie oft ihr nun davon mitbekommen habt in den letzten Wochen. Und nicht von Rainer, der das irgendwie erzählt, sondern zum Beispiel von Videos, wo man wirklich einen Polizeieinsatz vor Ort an einem Hotel sieht oder sowas. So gut wie gar nicht. Das ist in der letzten Zeit null passiert. Rainer konnte immer in seinen Hotels bleiben, wo er eingecheckt hat. In einem Hotel hatte er nach seiner Aussage ja dann irgendwie Hausverbot, aber er ist doch nirgendwo rausgeflogen, wo er dann schon längere Zeit irgendwie drinne war. Das ist so wie dieses Mantra von, ich kann halt keine Arbeit mehr annehmen, weil früher mal irgendjemand bei meinem Arbeitgeber angerufen hat. Dass das aber 8 oder 9 Jahre her ist und er seitdem einfach nicht mehr versucht hat mit einer Arbeit, abgesehen davon natürlich, dass ich diese Story, dass Hader für seinen Rauschmiss verantwortlich waren, eh nicht glaube, aber das verschweigt er dann natürlich wie immer. Kannst du überall googeln im Internet, das ist gar kein Ding. Ja. Ja. Dann schläfst du im Wald und du hast keine Angst, im Wald ermordet zu werden, oder wie? Meisten Menschen, die auf mich losgehen, die haben Angst, mir zu nahe zu kommen, weil ich ja auch ziemlich groß und ziemlich stark bin. Die meisten beleidigen mich gerne auf die Distanz oder filmen lediglich, wo ich bin, versuchen mich zu beleidigen, mich anzugreifen auf die Art. Die meisten greifen mich nicht körperlich an. Gab es auch schon. Ich bin schon mit Messer angegriffen worden, mit Schlagstöcken, mit Schusswaffen. Habe auch schon Verletzungen davon getragen damit. Von daher. Also ehrlich gesagt, ich glaube dir alles, aber nicht das, was du sagst. Nicht böse gemeint. Nachgoogeln. Das ist recht einfach. Ich glaube, das ist tatsächlich dein Content und du möchtest dadurch Aufmerksamkeit regenerieren, weil einer, der von 40.000 Leuten verfolgt werden würde oder von 80.000 Leuten, der hätte Polizeischutz bekommen, weil hier in Deutschland ist keiner alleine und hier in Deutschland wird keiner irgendwie einfach so verfolgt. Und ich würde behaupten, das, was du von dir gibst, ist völliger Bullshit. Ja, das unterschreibe ich so. Und ihr merkt, wie Rainer langsam aber sicher auch angefressen ist. Aber das, was der Gast gerade gesagt hat, will ich nochmal aufgreifen. Er meinte, das ist Rainers Content. Und das ist zu 1000% richtig. Rainer ist Hate-Influencer oder Hass-Influencer. Sein Content ist der Hate gegen ihn. Dadurch finanziert er sich. Deswegen provoziert er immer neuen Hate wieder rauf, um diese Spirale halt am Laufen zu behalten. Und damit er sich halt die Barren einstreichen kann. Aber dieser gute Herr hier im Stream hat das ja sehr schnell erkannt, auch wenn er Rainer überhaupt nicht kennt, dass er halt ein Hass-Influencer ist, der den Hate braucht, weil das sein einziger Content ist. Und ich glaube, du spielst gerne die Opferrolle, nur um Aufmerksamkeit zu regenerieren, weil Pass du keinen auf. anderen Content hast. Und wenn du, warte ganz kurz, unterbrech mich nicht, du kannst danach aussprechen. Danach darfst du gerne sprechen, danach. Guck mal, ich kenne dich nicht, das ist meine Intention. Du darfst Ja, danach warte. sprechen. Okay. Ich glaube Alles okay. einfach nur, du würdest alles dafür tun, um Aufmerksamkeit zu regenerieren. Ja, Jetzt warte. darfst du. Dann diskutieren wir jetzt darüber gar nicht weiter. Dann sage ich dir nur eine Sache. Google den Namen Rainer Winkler, aka Drachenlord, und dann können wir irgendwann anders mal drüber reden. Dann pushen wir das Aber hier gar nicht. was musst du gemacht haben, um da anzugelangen? Wurde von Hunderten und Tausenden von Hatern angegriffen. Das hier ist meiner Meinung nach auch ein sehr interessantes Beispiel dafür, wie der Drache tickt. Er wird gefragt, was musst du gemacht haben, um da anzugelangen? Und Rainers Antwort ist, ich wurde von tausenden Hatern angegriffen. Nein, Rainer, die Frage ist, was du gemacht hast, deine Rolle in dieser Spirale. Darauf kann er nicht eingehen, weil sein narzisstisches Gemüt es nicht zulässt, über seine Fehler im Detail zu sprechen. Klar kommt er immer mal wieder von ihm sowas wie, ich habe auch mal hier oder da was falsch gemacht. Aber er kann halt nicht im Detail das durchgehen und hier sehen wir das auch wieder sehr schön, wie er reagiert, wenn nach seinen Fehlern gefragt wird. Er blockt ab und spricht über die Hater, anstatt über ihn, der gefragt wurde.
Es gab 20.08.17 gab es einen Aufruhr bei mir. Ich hatte ein eigenes Haus, hatte einen eigenen Hof, ein eigenes Grundstück. Habe ich letztes Jahr alles verkauft. Und Okay, du hast alles verkauft und du sagst, du lebst auf Straße. Wo ist denn dein Kapital, was du hast? ja, ursprünglich hatte ich vor, mit meinem Auto, meinem Führerschein durchs Land zu tun für 2 Jahre. Wäre auch gar kein Problem gewesen, wenn mein YouTube-Kanal nicht weg gewesen wäre. Ich habe die meiste Kohle in meinem Auto, die meiste Kohle, die ich gehabt habe, habe ich nochmal umgepumpt. Also mir nach ein Auto gekauft. Und den Rest habe ich die Schulden, die ich im Laufe der Jahre vorher aufgebaut hatte, bevor es mit YouTube richtig gelaufen ist. Weil ich seit 2015 keinen Job mehr gefunden habe, weil diese Leute auch bei meinem Arbeitgeber angerufen haben und dafür gesorgt haben, dass ich rausgeworfen werde. Und dann bin mit dem Auto unterwegs gewesen und dann hat es geheißen, ja, Sie müssen den Führerschein abgeben, weil ich habe dann Anzeigen bekommen wegen gefährlicher Körperverletzung, weil ich mehreren Leuten, die bei mir vor der Haustür vorher waren, über Jahre hinweg immer mal wieder mich körperlich gegen diese Menschen durchgesetzt habe. Hatte ich eine Anzeige bekommen. Dankeschön, auch Nussknacker, Dankeschön. Und deswegen musste ich dann meinen Führerschein abgeben. Ich habe ihn jetzt mal ein bisschen sprechen lassen, weil er hier auch wieder nicht zu dem Punkt kommt, nachdem er gefragt wurde. Eigentlich könnte Rainer auch in der Politik auftreten, viel erzählen, ohne auf die Frage einzugehen. Aber zuerst einmal, das Schanzenfest war 2018 und nicht 2017, wie Rainer es hier sagt. Der Gast hat dann gefragt, wo das Kapital denn ist, lieber Rainer. Und du fängst dann an, von wegen, du musstest deinen Führerschein abgeben, weil du dich gegen Leute verteidigt hast. Und das ist halt nachweislich falsch. Du musstest nicht den Führerschein abgeben, weil du dich gegen Leute verteidigt hast. Du musstest zur MPU, weil du wegen gefährlicher Körperverletzung, die du begangen hast und laut Gericht keine Notwehr war, verurteilt wurdest und dann von der Führerscheinstelle geprüft werden solltest, ob du fähig bist, ein Kfz zu fahren. Du bist aber nicht zur MPU gegangen im angegebenen Zeitraum, wo du es hättest machen müssen und hast daher deinen Führerschein verloren. Du warst daran schuld, weil du die Überprüfung, die angeordnet wurde, nicht gemacht hast. Aber das ist halt diese Taktik von Rainer, immer alles so umzudrehen, dass er als Unbeteiligter ganz arm dran ist, obwohl jeder halt sehen kann, der sich ein bisschen damit beschäftigt, dass er selber für sein aktuelles Leben, zum Beispiel aufgrund dieses verlorenen Führerscheins, selber verantwortlich ist. Ja, es gibt aber immer das Problem, dass ich niemandem mehr trauen kann aufgrund meiner Erfahrungen, weil ich schon Leuten vertraut habe und dann hinterher Das noch ist eine die. Ausrede. Wenn jemand dir die Hand reicht, solltest du lernen, damit umzugehen und das vielleicht mal anzunehmen. Und wenn du nicht möchtest und wenn du sagst, das ist alles eine faule Ausrede, würde ich behaupten jetzt, weil nicht jeder Mensch ist auf dieser Welt schlecht. Wie gesagt, google einfach mal meinen Namen und wir diskutieren gerne ein anderes Mal nochmal Ich drüber. Dann weiß ich. weiß ja, was du sagst mit deinem Namen. Ich verstehe das ja auch, was du gerade sagst. Aber von 100%, lass es doch eine Randgruppe geben von 10% oder von 2%, die dir wirklich die Hand reicht und sagt, du bist gar nicht so ein verkehrter Mensch. Ich sehe niemanden als schlecht, niemanden auf dieser Welt. Das Problem ist, wenn du 2% hast, die dir helfen, hast du 98%. Dankeschön für die Unterstützung. Ja, aber was interessieren mich die 98%, wenn 2% da draußen sind, die mir helfen? Ja, aber das Problem ist, finde aus 100% die 2% raus, die dir helfen. So, ich würde jetzt noch mal weiter gucken. Ich wünsche dir noch einen Ja. schönen und dann noch viel Spaß, ne? Dankeschön, dir auch. So, und da war das Gespräch mit diesem recht kritischen Gast dann auch vorbei. Aber der hat das recht gut erkannt und auch richtig nachgehakt. Fand ich auf jeden Fall absolut korrekt. Das mit diesen 2% Helfern ist ja auch so eine Sache. Nehmen wir mal das Beispiel mit einer Wohnung. Wenn ich jetzt nun in Rainers Situation wäre und versuchen müsste, diese 2% der Angebote nach einer Wohnung, die ernst gemeint sind, rauszufinden, würde ich zum Beispiel mal mit meinem Bewährungshelfer sprechen, den Rainer ja auch hat. Und fragen, ob er ihm dabei helfen kann. Dass er zum Beispiel sich die Mietverträge schicken lässt und das dann über ihn laufen könnte. So bräuchte Rainer dann halt nicht glauben, dass er vielleicht irgendwie in eine Falle gelockt werden könnte von irgendjemanden. Und so hat er jemanden dazwischen, der einem dann hilft und der zum Beispiel die Wohnung vielleicht besichtigen könnte. Und wenn es dann passt, kann er mit Rainer ja nochmal ein zweites Mal dahin, wenn alles soweit richtig ist. Oder halt irgendwie sowas. Ihr versteht ja, was ich meine. Eine Zwischenperson mit einschalten, die einem dabei hilft. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, das wäre möglich, damit halt die realen Angebote rauszufinden. Da müsste man halt nur ein bisschen Arbeit reinstecken und zum anderen müsste er überhaupt mal eine Wohnung haben wollen. Das ist ja noch das andere Problem. So, auf jeden Fall ist Rainer nun schon etwas angefressen und nun kommt der nächste Gast rein und jetzt wird es interessant. So. Leute, wir machen mit dem Thema dann gleich weiter, wenn wir bei Menschen durch sind. Hast du.
Nicht eine Sperre, hattest du das nicht mehr gesagt? Wo? Wo habe ich eine Sperre? Na, Kollege, sagen. Dann geht dem Erfolg zu. Vielen Dank, Leute. Kuss geht raus. Was ist das immer für ein Geräusch? Kriegst du immer oder Abos oder was? Immer wenn ich Abos mache. Ah, okay, cool. Mensch, bei dir, Mir wieso aussieht? schreiben die ganze Zeit Leute hier Sachen. Die schreiben Unfug in meinen Chat. Ich soll irgendwas machen. Leute, ich sag euch jetzt mal was. Ich werde hier gar keinen grüßen. Außer den Arni-Degger. Herr Winkler, sind Sie am Arbeiten? Leute, Gas Jo. geben. Alle Gas geben. Alle Gas geben. Alle zusammen. Ja, ich bin am Arbeiten, wie man sieht. Dumm für dich, wenn man dich mutet, ne? Da kannst du so viel rumschreien, wie du möchtest. Hört ihr ihn noch, wenn ich ihn mute? Ich hab ihn jetzt gemutet für mich. Ist er stumm geschalten? Weil er hier an. Nee, nö, nö, nein, alles klar. Jo, dann kann er jetzt so viel labern, wie er möchte. Soll seine komischen Zeichen hier machen. Ich habe ihn stumm geschalten, weil er hier anfängt, hier irgendwelche Hater zu grüßen, weil er hier anfängt, irgendwelchen Blödsinn zu verballern und weil er hier meint, seinen Kindergarten zu machen. Eine sehr schöne Szene. Ein Gast, der sich als Hater entpuppt und der halt von Rainer nicht gekickt werden konnte, weil er sich gerade in einem Match mit Rainer befindet. Einfach herrlich. Auch wenn er jetzt stumm geschaltet ist, Rainer regt sich halt tierisch auf darüber, dass in seinem Stream nun Arnie Degger gegrüßt wurde. Im Grunde hätte jetzt nur noch gefehlt, dass der Hater halt ein Schild noch hat, das er in die Kamera halten kann, weil er halt gemutet wurde, um so seine Sachen rauszuhauen, was er sagen wollte. Nur so als kleiner Hinweis, falls das nochmal jemand vorhaben sollte. Inge, also der Restreamer, wechselt dann auch gleich kurz auf den Kanal des Gastes, um bei ihm mal reinzuhören. Da schauen wir auch mal kurz rein. Wisst ihr, worauf ich jetzt Bock hätte, Leute? Ich Links würde jetzt ist am die liebsten Gasse. meine Survival-Sachen nehmen. Hank! Grüße gehen raus, Leute. Ich würde am Wieso liebsten meine wolltest du denn immer Survival-Sachen nehmen gegrüßt und werden? hier direkt bei mir Hahaha. im Dorf hinterm Rewe eine Runde Survival gehen. Ihr habt doch gar keine Ahnung, Leute. Unfassbar. Kuss geht raus, Leute. Kuss geht raus. Lasst den guten Ogre die Prügeln ausschmeißen, Leute. Lasst ihn die Prügeln ausschmeißen. Einfach nur lustig gewesen. Rainer muss in seinen Streams wohl ordentlich geraged haben gegen diesen Typen und ist wirklich jetzt auf 100 Sachen 80. Und nun ist das Match vorbei. Rainer hat gewonnen gegen den Typen jetzt hier und achtet jetzt mal bitte auf Rainers Verhalten, auf Rainers Gesicht und auf Rainers Stimme, weil das wird gleich nochmal wichtig. Wir werden das gleich nochmal ansprechen. Hast du einen anderen Typen, wenn du Frau Noch eine Runde? und hoffentlich hast du genug Kohle verdient mit mir, ne? Weil das ist das Einzige, was ihr Hater könnt, an mir Kohle verdienen. Gib's schön dafür aus, ja? Spende die Kohle am besten und zwar wirklich spenden. Blöd, ne? Wenn man gegen meine Fans keine Chance hat, du Arsch. Weißt du, was ich... Blöder Ich bitte um Entschuldigung für die ganzen Beleidigungen. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder gemeldet wegen Beleidigungen und kann wieder einen Tag nicht streamen, aber das konnte ich mir jetzt dann verkneifen. Wieso beleidigst du ihn? Weil er mich beleidigt hat, weil er mich verarscht hat, weil er hier Scheiße gebaut hat über mich. Und so ein Typ. Rainer ist jetzt gerade richtig nah am Meltdown und seine Stimme zittert. Er ist richtig angefressen, weil der Typ ein Hater war und Rainer muss dann nochmal auch beleidigen. Merkt euch das mal, wie er in dieser Situation jetzt gerade drauf war. Denn nun erzählt er gleich in ein paar Minuten später, wie er die Situation erlebt hat. Aber ihr merkt auch hier wieder, wie Rainer hier abgeht, was wieder der wichtige Punkt ist für Rainer und warum er gerade so wütend ist, weil ein Hater gerade Geld gemacht hat und Spenden in einem Match bekommen hat. Es läuft bei Rainer halt immer wieder auf dieses Thema Geld zurück. Wenn andere Geld machen, sei es jetzt auf YouTube oder jetzt irgendwelche Gäste auf TikTok, die gegen Rainer sind, dann macht ihn das richtig wütend bis zum geht nicht mehr. Aber, aber Leute, jetzt wo das Match vorbei ist, ne? Ich muss das so sagen, ich muss mir so das Lachen verkneifen. Ich musste mir so das Lachen verkneifen, ganz ehrlich. Weil, habt ihr gesehen, wie er geguckt hat? Habt ihr denn sein, boah, ey, ohne Scheiß, ich muss einen Shot, ich muss einen Shot aus dem Video machen. Irgendein Highlight muss ich aus dem Video machen. Ganz am Ende, habt ihr gesehen, wie der geguckt hat?
So, ja, wir gewinnen, ja, wir gewinnen, ja, wir gewinnen. Wo dann noch das gelbe Auto reinkam, Alter. Ich habe mir so, oh, ich muss mir so das Lachen verkneifen in dem Moment. Ladies and gentlemen, and the Oscar goes to Rainer Winkler für seine außerordentlich überzeugende Schauspielkunst und sein gefaktes Lachen. Ich meine, mal ehrlich, Leute, wir haben ja nun alle ein paar Minuten vorher gesehen, wie er sich verhalten hat, wie seine Stimme gezittert hat, wie angefressen er war und wie knapp er vorm Brüllholne gestanden hat. Und jetzt sagt er hier wirklich, dass er sich das Lachen gerade nicht verkneifen konnte und schildert diese gerade stattgefundene Situation komplett anders, als alle sie gesehen haben. Er lügt hier wissentlich, um sich in ein besseres Licht zu rücken, weil er nicht akzeptieren kann, dass er gerade wieder die Beherrschung über seine Emotionen verloren hat und dann stinkig wurde. Er muss es einfach so darstellen, dass der andere sich gerade lächerlich gemacht hat, damit er sich besser fühlen kann. Obwohl natürlich alle gesehen haben, wie es wirklich war und diesen Typen halt gefeiert haben, dass er Rainer halt aufs Korn genommen hat. Aber das kann Rainer nicht akzeptieren. Das ist das Problem an dieser Sache. Naja gut, danach kam halt noch sehr viel Schallplatte und Gäste, denen er die vorgeleiert hat. Daher machen wir hier mal jetzt an diesem Punkt mal Schluss mit dem Stream. Die besten Szenen hatte ich jetzt auf jeden Fall drinne, mit diesem kritischen Gast halt zuerst und dann diesem Hater danach. Das hat Rainer auf jeden Fall richtig matt gemacht und an seiner Reaktion danach können wir sehr schön sehen, in welcher Traumwelt er lebt und vielleicht sogar leben muss, um mit seinem Leben im Moment zurechtzukommen. Und daher sagen ihm halt alle, hör mit Social Media auf. Und du kannst in die Realität zurückkommen und dort ein ordentliches Leben führen. Ein ruhiges und ein geregeltes Leben. Aber nun gut, das sagen ja alle seit Ewigkeiten. Vermutlich ist dieser Zug bei Rainer ja eh abgefahren. Wir schauen mal, was die Zukunft so bringt. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Mittwoch und natürlich auch einen schönen Feiertag morgen. Hoffentlich habt ihr alle ein schönes, langes, entspanntes Wochenende. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video sage ich, Mädel auf, meine Freunde!